off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hallo Freunde der DJI Mini 2. Ja, ich bin mal wieder in Arneburg, aber wir fliegen heute mal eine neue Strecke, die ihr teilweise noch gar nicht kennt, die ich auch noch nicht kenne. Ich dachte mal, ich fliege hier mal genau Richtung Norden und dann biege ich da mal ein Stück Richtung Nordwesten noch ab. Und zwar müssen wir da an der Hochspannungsleitung da vorne lang fliegen und vorher fliegen wir noch ein Stück übers Rapsfeld drüber. So, jetzt muss ich den Kurs erstmal ein bisschen korrigieren. Wir fliegen da in Richtung auf das Haus. Gehen wir kurz mit dem Gimbal. Das Wetter ist schön. So. Mal schauen, dass ich ein schattiges Plätzchen finde, wo die Sonne nicht so doll auf mein Display knallt. Ja, hier geht's. So, ne, noch ein bisschen korrigieren den Weg. Da geht's hin. Sieht man schon die Hochspannungsleitung. Da fliegen wir so im Abstand von 300 Metern genau Richtung Norden. Die macht dann einen Knick nach Westen und da fliegen wir auch mal rum. Habe ich so noch nie gemacht, aber sicherlich mal interessant. Jo, heute ist noch ganz schön kalt, 5 Grad für den Frühling. Boah. Das Feld hier scheint nicht bestellt zu sein. Machen wir noch ein bisschen Tiefflug, weil wir bei 1300 Meter kommt die Straße. So, ich hoffe, man versteht mich. Ich habe heute Nordwestwind. So, da kommt jetzt das Rapsfeld. Geht's über die Straße rüber. Jo, der Raps ist jetzt richtig schön aufgeblüht. So, dann orientiere ich mich mal schon hier an der Hochspannungsleitung. Hier können wir ein bisschen im Tiefflug runtergehen. Mal gespannt, ob ich keine Windgeräusche habe hier mit dem Puschel. Der Wind kommt von links und das Mikro ist rechts auf dem Smartphone. Mal schauen. Eigentlich hatten sie sogar so 10 km Wind angesagt. Meter, Lipo ist bei 80. Ja, bei Gegenwind ist das okay. Na, da hinten sind noch Rapsfelder. So, da geht es jetzt Richtung Norden. Ne? Das Feld ist auch nicht bestellt. Okay. Ja, mal schauen. Habe ich hier auf dem Rückflug dann so ein bisschen Rückenwind, das sollte alles gut funktionieren. Wahrscheinlich muss ich da hinten noch mal ein bisschen höher gehen, sonst habe ich keinen Empfang mehr. Oder am Horizont sieht man das Feldstoffwerk. Lipo ist bei 74. Ach, da hinten ist ja auch noch ein Rapsfeld, sehe ich gerade. Na gut. Aber wir fliegen in die Richtung.
Mal sehen, ob die Drohne mit dem Gegenwind gut zurechtkommt. 10 km/h Nordwest haben sie angesagt mit 20 km/h Böen. Das sollte eigentlich gehen. So, ich habe mich da hinten an so einem Waldstückchen orientiert. Oh, die Nase läuft mal wieder. Ah ja. Da geht die Hochspannungsleitung lang. Da ist wieder Raps. Empfang ist noch super. Ja, jetzt merke ich, dass ich Gegenwind habe. Die Drohne hat nicht ganz Höchstgeschwindigkeit. So, und da sieht man schon das Dorf Klein-Ellingen. Ah ja, okay. Nicht zu dicht an die Hochspannungsleitung rannt. Ich wollte eigentlich bis zu der Baumgruppe da hinten. Blieb bloß bei 66. Das sollte eigentlich noch klappen. Und dann fliegen wir zurück. Lipo von 65. Aber schon. Jo, hier bin ich noch nie gewesen in der Gegend. Hätte ich eigentlich schon mal früher ausprobieren können, die Strecke. So, ich bin jetzt gleich 4000 Meter weg. Lipo ist bei 61. Mal kurzer Blick auf das Dorf Klein-Ellingen. Da ist ja noch eine Eisenbahnstrecke, da dürfen wir sowieso nicht weiter. So, Lipo ist bei 60, okay. Zeltstoffwerk. Dann fliegen wir mal zurück. Ich fliege mal noch zu der Baumgruppe darüber und dann geht es wieder Richtung Süden. Ja, da am Horizont sieht man die Karmannschen Berge. So, mal schauen. Da habe ich jetzt gleich die Sonne von vorne. Ich gehe mal runter, mal sehen, ob ich da noch Kontakt habe, wenn ich da zwischen den Bäumen durchfliege. Wollen wir das mal wagen. Lipo ist bei 57. Probieren wir mal aus. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr irre. So, jetzt fliegen wir zurück. Ah ja, da haben wir wieder die Hochspannungsleitung. So, ja, Lipo von 59, 4000 Meter. Jetzt habe ich leichten Rückenwind von der Seite so ein bisschen. So, jetzt könnte ich theoretisch wieder ein bisschen in Tiefflug gehen. Da haben wir vielleicht gleichmäßigere Windverhältnisse. Kann ja ein bisschen in die Richtung, dass wir nachher noch mehr von dem Rapsfeld mitkriegen.
Mal sehen, ob wir noch irgendwelche Rehe sehen. Die verstecken sich hier immer. So, 3200 Meter noch. Lipo ist bei 50. Das sollte gut gehen. Ja, jetzt ruckelt es ein bisschen. So, und wieder ein Tiefflug. Ja. Verbindung nicht ganz optimal jetzt, da ist irgendwas dazwischen. So, jetzt muss das besser gehen. Na, ne. So, jetzt kommt gleich wieder das Rapsfeld. Nur mal schauen, ob wir da im Tiefflug rüberfliegen können. Oh, jetzt muss ich mir erstmal eine Lücke suchen. Ah, da, die könnte gehen. Das sieht doch schick aus. Na, ist der Raps schon richtig aufgeblüht oder noch nicht? Na, ich denke schon. Auf zur nächsten Lücke. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Sonne raus. Ja, ein bisschen bewölkt ist es doch. Da ist das Rapsfeld gleich wieder zu Ende. Oh, passen wir da durch? Ja, das war knapp. So, bin ich denn jetzt? Da ist die Straße, da vorne ist glaube ich das Haus, das einsame Haus. Ne, die Ruine ist hier. Fliegen wir mal an der Ruine vorbei. Jo, da tut sich nichts. Da bin ich schon ein paar Mal mit der Mavic Mini notgelandet, wenn es nicht mehr für den Rückflug gereicht hat. So, schauen wir mal, was die kleine Obstplantage da macht. Lipo ist bei 36, 1200 Meter noch. Jo, da blüht alles. So, jetzt kann ich schon ungefähr sehen, wo ich stehe. Da sind doch allerhand Wolkenschatten auf der Landschaft. Schau mal, da auf dem Weg, da sind häufig Leute mit Hunden unterwegs, dass wir hier niemanden erschrecken. Dann fliegen wir mal noch den Weg lang.
So, ein bisschen Tiefflug machen auf dem Weg. Jo, das klappt. Na, das war ein schöner Rundflug. Lipo ist bei 26. Jo, hätte ich doch noch ein paar Meter weiter fliegen können, aber egal.